So, da bin ich auch schon direkt wieder zurück. Nämlich, wir haben jetzt einmal den Sturmkönig besiegt, dann die Schwachpunkte kommen jetzt automatisch. Dann machen wir als nächstes belebe Teammitglieder im Kampf gegen den Sturmkönig wieder. Bedeutet logischerweise wieder gegen den Sturmkönig, aber denkt dran, wenn ihr so alleine spielt, spielt mit Auffüllen. Weil ansonsten seht ihr, glaube ich, gar keinen. Ihr habt ja nur eure drei Teammates und nur die könnt ihr aufheben. Deshalb, aber ich zeige euch mal gerade genau, wie ihr das machen müsst. Einfach dann also definitiv auffüllen anhaben. So, dann uns fehlen jetzt noch 18 Abonnenten für die 1000. Also, falls ich dir schon öfters mal helfen konnte, gern mal ein Abo raushauen. Wie gesagt, ich werde heute definitiv noch einen Livestream machen, wo ich einmal mit euch die Aufgaben mache und wo ich natürlich auch einen Skin verlosen werde als kleines Dankeschön für dann die 1000 Abonnenten. Ich denke einfach mal, wir werden sie heute schaffen. Wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem den Skin verlosen. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Ich muss jetzt erstmal alle stumm schalten. Und sorry, dass ich im letzten Video so geschrien habe, aber mein Headset war so laut. Deshalb habe ich das nämlich extra ein bisschen lauter alles gemacht. Aber ich habe das Video ganz kurz eben angeguckt. Und da war nämlich direkt schon. Es war ein bisschen laut. So, wir sind anscheinend hier nur zu dritt. Das ist schon mal schlecht. Zu viert wäre mir lieber. So, im Prinzip so nah wie möglich direkt schon an den König ran. Weil ich war am Anfang auch immer hier unten. Aber die Zone kommt einfach so schnell. Ich lande eigentlich immer hier unten. Ah, der Gleiter. Der Gleiter ist einfach genial. So. Ich versuche nämlich immer direkt hier unten die Kiste zu holen. Wie ihr seht, die Zone fängt nämlich jetzt schon an zu kommen. So, Waffe haben wir. Noch schnell alles an Material mitholen, was ihr mitnehmen könnt. Und dann geht es nämlich auch schon direkt los. Also ohne Quatsch, ich habe ja früher mal WoW gespielt, also es ist wirklich schon vergleichbar. Weil ihr seht ja, die meisten sind jetzt schon, machen den Fehler und sind auch solche Springs runtergegangen. So, ich versuche ihn direkt aufzuheben. Ihr seht ja, immer dann zu dem hingehen. Also man kann doch alle anderen auch aufheben. Deshalb, ich versuche jetzt als erstes dahin zu kommen, dass wir nämlich schon mal einen wiederbelebt haben und ihr genau wisst, was ich meine. So. Müsste nämlich dann schon der erste sein. Ja, die Zone kommt zwar jetzt, aber das müsste trotzdem passen. Zack, haben wir schon den ersten aufgehoben. So, erster Schwachpunkt ist auch schon weg. Mein Problem hierbei ist eigentlich echt Materialien und Munition. Ja, die heben hier fast gar nichts auf. Direkt mal ein bisschen sortieren. So, da hinten ist schon wieder der nächste, der tot ist. Zählt es jetzt? Wieso kann ich den nicht wiederbeleben? Weil ich halt einfach mal gedrückt. Eben hat es auch geklappt. Ah, war nur ein Anzeigebug. Also haben wir schon den zweiten aufgehoben. Also ihr könnt doch alle aufheben. So, wo liegt der nächste? Direkt hin. Bleibt doch stehen. Mann, wir sind hier nicht bei. Mann. Manchmal. Ich hoffe, mich stört jetzt auch keiner. So, zack, Aufgabe schon erledigt. Hier sterben ziemlich viele. Ich glaube, ich hatte Glück mit meiner allerersten Runde. Ich bin ja hier nur am Aufheben. Das ist jetzt schon der vierte. Ne, der dritte. Aber ihr seht ja,
Man kann alle aufheben, also man kann es auch ohne Gruppe spielen. Da war ich mir halt nur nicht sicher, ob man in der Gruppe sein muss. Alter, die sterben ja wie die Fliegen, ey. Ich glaube, da hatte ich echt Glück mit der ersten Runde. So, Munition ist auch all. Ich würde aber auch sagen, das reicht erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, mit dem Video helfen. Guckt immer, dass ihr Materialien habt, weil davon werdet ihr nämlich auch definitiv zu wenig haben. Warum nervt mich jetzt nicht? Und guckt halt, dass ihr die anderen wiederbelebt. Und es ist wichtig, generell wieder zu beleben, sonst schafft ihr das nicht, weil ihr könnt nämlich auch normal sterben in der Runde. Das heißt, wenn ihr nochmal, also wenn euch keiner aufhebt, seid ihr raus. Und dann, wie ihr seht, wir haben jetzt nur noch 14 Leute, wir sind mit 16 Leuten in die Runde gestartet. Also sterben ist immer ganz schlecht. So, in dem Sinne sage ich jetzt erstmal viel Spaß mit dem Event und haut rein. Und Abo natürlich nicht vergessen. Also bis dann.